play there. Actually, ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilliffy. Oh no, Gilliffy, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des eSport Reports. Wie bereits angekündigt im letzten eSport Report mit einer kleinen Verspätung. Aufgrund der amerikanischen Qualifiers für die Regional Finals, die vergangenes Wochenende stattgefunden haben. Dazu kommen wir gleich später. Ich möchte euch an dieser Stelle nur noch ganz kurz mal ans Herz legen, vielleicht nochmal die letzte eSport Reports Folge anzuschauen, damit ihr auch wirklich wisst, wie sich die 32 Teams für LA zusammensetzen, beziehungsweise die 76 Teams für die Regional Finals. Es gibt ja wie gesagt vier verschiedene Regional Finals auf vier verschiedenen Kontinenten, aber genauere Informationen findet ihr im letzten eSport Report, der natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Zudem findet ihr auch noch unten in der Beschreibung hier diesen Link, den Deserto Germany Link, wo auch nochmal alle Teams hier schriftlich zusammengefasst sind, auch mit allen Spielern, damit ihr das nochmal genau nachlesen könnt, welche Spieler dann wirklich auf den Regionals dabei sind und eine Chance haben, sich für Los Angeles zu qualifizieren für das 1-Million-Dollar Turnier. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die amerikanischen Regionals ein bisschen genauer an. Eigentlich wollte ich mit euch hier das Bracket etwas durchgehen, um zu sehen, was so passiert ist im allgemeinen Turnierverlauf. Jedoch habe ich entschlossen, dass ich das lasse, einmal aus dem Grund, da es über 500 Teams sind. Das muss man sich mal vorstellen, wirklich über 500 Teams in der NA Qualifier zum Vergleich. Bei uns in Deutschland waren es um die 20, maximal 25 Teams, wenn ich mich recht erinnere. Also da haben wir noch einiges an Nachholbedarf, Leute, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Es werden immer mehr Teams und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, da es auch wirklich keine großen Überraschungen im NA Qualifier gab, dass wir uns wirklich nur auf die qualifizierten Teams konzentrieren. Und mit keinen Überraschungen meinte ich, dass ich einmal wirklich alle Pro-Teams und alle Pro-Spieler, von denen man es ja sozusagen erwartet hätte, auch ohne Probleme qualifiziert haben. Es haben, ich glaube, bis auf TK, das war das einzige Team, was eine Map abgegeben hat. Die anderen Pro-Teams, sage ich mal, haben wirklich es geschafft, in Runde 6 zu kommen, wofür man sich ja dann in die für die Regionals qualifiziert, ohne wirklich eine Map abzugeben, also alles mit 3:0 weggeputzt. Und wie gesagt, ihr seht es ja auch hier schon, wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchgucken, aber es haben sich ja alle Pro-Teams, alle Top-Teams wirklich qualifiziert, auch alle Top-Spieler. Wir haben hier einmal AR, wir haben Denial, wir haben Envious, wir haben die beiden Face-Teams, wir haben Optic Gaming und Optic Nation, wir haben Orbit NA, Prophecy, Revenge, kennt man auch, von der UMG Pro Semi-League, Semi-Pro-League, so heißt's. Wir haben hier Rise Nation und Strictly Business, wir haben das Stunner Gaming Champs Team, wir haben hier TK und wir haben auch XGN, die auch bereits letztes Jahr auf den Champs vertreten waren. Die kanadischen Teams, muss ich zugeben, kenne ich eigentlich keinen davon, sagt mir keiner was. Wenn euch ein Spieler bekannt vorkommt oder ähnliches, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Es sind auch insgesamt 6 kanadische Teams, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben hier auch 2 mexikanische Teams, die sich hier qualifiziert haben, sagen mir persönlich auch nichts. Der einzigste Name, Aztec Gaming, sagt mir natürlich was. Wir haben letztes Jahr gegen die auf den Champs unter dem Namen SK Gaming noch gegen die gespielt, hatten in der Gruppe, haben damals mit 3:0 gewonnen. Jedoch bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob das die gleichen Spieler wie damals waren oder ob das andere Spieler sind, das weiß ich leider nicht mehr. Wenn es noch jemand von euch weiß, kann er mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hatten wir natürlich auch noch das zweite Qualifier, wie gesagt, von den US-Teams. Muss ich auch zugeben, sagen mir die wenigsten Teams was. Die einzigste Org, wo mir noch was sagt, ist Echo mit dem Spieler Gucci. Und Sein, die sagen mir so ein bisschen was vom Namen her. Isolation, die Organisation, sagt mir noch was. Aber die Spieler an sich sagen mir auch relativ wenig. Ich denke mal, es sind so die sogenannten Underdogs auf den Regional Finals. Ich denke mal, dass die Pro-Teams in Anführungszeichen da die Nase vorn haben werden, aber vielleicht sieht man das ein oder andere Upset oder die ein oder andere Überraschung auf den Regionals. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, das war es dann eigentlich auch schon mit den Qualifiers von den NA-Teams. Es ist wirklich, wie gesagt, nichts Großartiges passiert. Es gab keine großartigen DDoS-Attacken. Es gab irgendwie keine großartigen Wins über Pro-Teams von Underdog-Teams. Da ist nicht wirklich viel passiert. Alles so, wie man es erwartet hat. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch ganz kurz die amerikanischen Championship-Roster an. So, dann schauen wir hier nochmal die amerikanischen Teams an.
die sich für die Regional, für die amerikanischen Regional Finals qualifiziert haben. Es ist nicht allzu viel passiert in den Rostern von den Army Teams. Die meisten Roster sind ja bereits bekannt. Einmal haben wir hier aber das Optic Nation Roster, was ich letztes Mal auch schon bereits angesprochen habe, wo Swan ja zurück nach England ist zu Epsilon und Proofy ist zu FaZe Black. Dann haben die hier Killer und Mirks gepickt. Somit besteht das momentane Optic Nation Team aus Killer, Mirks, TP und Karma. Den Envy Lineup Change hatten wir bereits mit Nameless, Merc, Saints und Zuma sind dazugekommen, J-Cap und Glazer sind zu Denial Esports gegangen, haben wir auch schon. Das neue FaZe Red Team ist ja auch schon bekannt mit Parasite, Enable, Aches und Slasher. Hat sich auch nicht sehr viel getan. Wie gesagt, es ist hier das Justice Team, hat kein Champs Team. Bis jetzt, das ist hier nur das MLG Pro League Team. Dann haben wir hier Prophecy, hat sich ein bisschen was getan. Da haben sich Ricky, Ambos, Mochilla und Classic zusammengetan und haben sich auch für Regionals qualifiziert. Das Denial Team ist auch bereits bekannt. Das Orbit NA Team ist bekannt. Das Stunner Gaming Champs Team ist auch bekannt. Strictly Business hat sich auch qualifiziert mit Fizzup, John, Dido und Neslo. Und auch, wie gesagt, das FaZe Black Team, wie letzte Woche bereits schon besprochen ist. Apathy, Sensor, Proofy und Study. Deserto Germany hat bereits vor ein paar Wochen berichtet, dass sich die CSL aufgelöst hat, dass die CSL jetzt nun auch in die ESL mit einfließt. Die CSL war ja immer so die kleine Tochter der ESL, will ich jetzt mal so sagen. Und nun ist das Ganze eins. ESL ist jetzt auch im Call of Duty Bereich oder beziehungsweise auch für den Konsolenbereich zuständig. Und die hatten ein sehr, sehr cooles Announcement am 5. Februar. Und zwar haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt mit SCUF Gaming zusammenarbeiten. Und das heißt, dass SCUF Gaming auch nun der neue Sponsor der Go 4 Cups ist. Für die Leute, die die Go 4 Cups nicht kennen, die Go 4 Cups ist eine Cup-Serie, die immer sonntags ab 14 Uhr beginnt. Dort können sich Teams, also europäische Call of Duty Teams, sowie europäische FIFA-Spieler, sowie europäische Halo-Spieler anmelden für diese Go 4 Cups. Ist alles umsonst und man kann dort, wenn man den Cup gewinnt, 100 Euro gewinnen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Hat früher in Black Ops 2 Zeiten, wo es diese Cups noch gab, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, dort mitzuspielen. Kann ich jeden von euch wirklich nur empfehlen. Ich werde auch nochmal ein Video dazu machen am Channel, wahrscheinlich auch noch diese Woche, wo ich etwas genauer auf diese Go 4 Cups eingehe, wie man sich dort anmeldet und wie die Seite auch funktioniert. Und wie gesagt, kann ich euch jedem nur empfehlen, dort mitzuspielen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Practice. Und das war's auch mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr es informativ fandet, lasst mir bitte einen Daumen nach oben, da würde mich freuen. Und ansonsten hören wir die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schocks.